Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute auf Murowanka im Süden. Blick ins gegnerische Team. Wir haben nur einen schweren Panzer und keine Artillerie. Das heißt, einerseits haben wir ein bewegliches Gefecht durch die mittleren Panzer und andererseits viele Jagdpanzer, die sich in Stellung befinden können. Der Antritt aus dem Süden ist ähnlich wie der im Norden, noch dass es da nur einen einzigen Busch zur Auswahl gibt. Aber die beiden anderen Büsche auf der gegnerischen Seite können mir im späteren Verlauf des Spiels die Möglichkeit geben, dort überschlagend einzurücken und immer meine passive Aufklärung weiter nach vorne zu treiben. Falls ihr euch erinnert, als wir von der anderen Seite gestartet hatten, aus dem Norden, war das nicht möglich. Da müssen wir dann um den Hügel rum. Wie dem auch sei, hier merke ich, dass meine Sichtpunkte nicht alle bedeckt sind, also erstmal ordentlich in Position gehen. Passt. Und jetzt kann die Aufklärung losgehen. Und da gehen die Gegner auch schon auf. Blick auf die Karte zeigt mir, dass wir im Osten stark vertreten sind. Aber vom eigenen Team ist derzeit noch kein Schwerpunkt erkennbar. Ihr seht, dass wir hier sowohl auf die Matilda einen guten Blick haben, wie auch auf die gegnerische Stellung, wo ich gerade drauf ziele. Ich suche mal wieder Ziele aus, die ich markiere für mein Team. Und behalte auf der Karte den Valentin im Auge. Denke nicht, dass er so einfach rumdrücken wird. Denn er hat immer noch die T-40 bei mir hinten als Gegner. Der A20 hat nicht so eine gute Sichtweite, aber ist sehr mobil. Daher ist er hier prädestiniert für die aktive Aufklärung. Das eigene Team verzahnt sich jetzt im Osten im Wald. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass der Valentin uns nicht zu nahe kommt. Ja, da ich jetzt nichts weiter vor mir habe, gehe ich jetzt in den nächsten Busch über, um eine bessere Aufklärung zu bekommen und möglicherweise auch noch die AT2 aufzumachen. Es steht zwar 7-0, aber zum Beispiel T-34 war bis jetzt noch nicht offen. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich beobachte das auch manchmal bei mir, dass wenn ich oben den grünen Balken sehe, dass ich so dann das Gefühl habe, okay, jetzt muss ich. Sonst wird das alles nichts mehr. Aber dennoch, das heißt ja nur, dass das ganze Team ganz gut gewinnt. Das heißt nicht, dass man jetzt sofort in ein Selbstmordmanöver nach vorne stürmen muss. Weil dann macht man auch keinen Schaden mehr. Na, jetzt merke ich, dass ich von hier nicht mehr viel aufmachen kann. Gegner getroffen. Und da ist noch ein KV-1. Da es jetzt gegen Ende des Spiels geht, entscheide ich mich, diesen im Nahkampf rauszunehmen. Also Nahkampf heißt für mich, wann immer ich das anspreche bei euch, Nahkampf heißt für mich immer, dass ich aufsitzen lasse und ich ziele, ganz nah rangehe und umkreise und meine Dreh- und Wendegeschwindigkeit gegen seine Turm- und Wannendrehgeschwindigkeit einsetze. Das ist quasi der Tanz. Ja, jetzt schnell Haken schlagen, wir waren ja offen. Und vielleicht noch einfach ein bisschen aufhalten. Mal schauen. Ich habe leider noch die Goldmunition drin. Nein, jetzt wechsle ich. Okay. Gut, was haben wir noch? Oh, wir haben noch einen Jagdpanzer, der noch nicht aufgeklärt war. Den Cheeto noch zu erwischen, glaube ich nicht. Ich vermute den Jagdpanzer jetzt auf Alpha 1. Er ist jetzt auch nicht wirklich ein Bot, der irgendwo rumsteht. Denn er hat ja auch schon einen Kill und Bots haben meistens nicht so viele Abschüsse. B2640 höchstwahrscheinlich angeschossen worden, obwohl er ist hinter uns, vermutlich nicht. Aber da, wo er hingepinkt hat auf der Karte, das wird wahrscheinlich der Ort sein, wo sie ist. Ich klebe mich jetzt ganz kuschelig an den Kartenrand dran, da wir A noch leicht in der Senke sind und B so weit wie möglich dann nach rechts rausscheren könnten, falls er hier vor uns ist. Das ist er nicht, also gehen wir jetzt dazu über, Feuermann zu bringen, statt aufzuklären. Und da ist das Spiel auch schon vorbei.
Unter 5 Minuten 1700 Aufklärung. Ist, glaube ich, ganz ordentlich, wenn man die niedrigere Stufe ist und Gegentier 6 gefahren ist. Gut, ich bedanke mich wieder bei euch fürs Einschalten. Also das Abschlussergebnis findet ihr in der Videobeschreibung und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Gehabt euch wohl.